Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Le Bux Le Bunny featuring Le Ravon. Das bin nämlich ich. Hi. Ja, heute am 25. November um 10.54 Uhr vormittags und in der letzten Folge haben wir die 5-Sterne-Welt abgeschlossen und haben eine Menge neue zaubertastische Fähigkeiten erlangt, die wir jetzt in anderen Gefilden benutzen können. Unter anderem können wir jetzt dieses gottverdammte Ritter-Level abschließen, aber das werde ich jetzt erstmal nicht tun, weil ich da wirklich überhaupt nicht Bock drauf habe, das direkt am Anfang zu machen. Also, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja gleich mal direkt das hier machen. Der magische Hasenwind, ja. Und, ja genau, da war, das ist auch so ein Level, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Da gab's... Besorge 7 dieser Objekte, um ein Ursymbol zu erhalten. Da gab's dieses eine Level, ich glaube, das ist hier Level 1. Nur ein bisschen schwieriger und bei Nacht halt, was wir jetzt spielen dürfen. Ja genau, schaut euch das an. Das ist genau das fucking selbe Level. Ja, bevor wir weitermachen, möchte ich mal ganz kurz mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, falls ich jetzt ein bisschen abgedreht bin. Ich bin seit 20 Uhr wach und wir haben ja jetzt 11 Uhr, also schon 14, 15 Stunden und ja. So ein bisschen, hey. Vielleicht so ein bisschen übermüdet. Ja. Achso, ich dachte, das kann ich vielleicht mitnehmen. Ich hätte natürlich schon um 5 Uhr, 6 Uhr aufnehmen können, aber ich habe die ganze Zeit Musik gehört und habe so überlegt, ja, demnächst ist ja dieses 6-Jahres-Special und willst du nicht da irgendwas machen, aber naja, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas machen sollte, denn ich meine, ich habe in den letzten 3-4 Jahren noch nicht mal ansatzweise so viel gemacht wie in den ersten 2 Jahren, also ich wüsste nicht, dass ich mich da, ob ich mich da selber feiern sollte. Dafür, für die, ja, doch schon, in Anführungsstrichen, weniger Arbeit da. Und, es sind ja nur noch 5 Tage bis zum 1. Dezember und das, nee, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht nächstes Jahr. So, okay, da haben wir schon mal eine Uhr, 2 goldene Karotten, okay. Ja, also das wird jetzt hier schätzungsweise minimal härter werden. Moment. Steht da was Neues auf diesem Schild? Brontosaurus-Brücke draufspringen, ne? Das ist dasselbe. Nein, du Arschloch! Natürlich! Das war ja so klar! Oh, Moment. Ich bin dumm. Ich hätte vielleicht mal, bevor ich den Stein schiebe, nach da oben gehen sollen. Ja. Fuck. Da wird doch sicherlich auch irgendwas sein. So, genau. Es geht noch. Karotten schön einsammeln, obwohl ich ja nicht glaube, dass wir irgendwo noch eine kaufen müssen. Na hier, ich glaube, das haben wir noch nicht eingesetzt, ne? Hokus Pokus! Lui! Oh! Pass auf, dass du dir nicht das Fell abrasierst. Okay, hä? So, genau. Dann mach ich dich. War ich jetzt dazwischen? Hokus Pokus! Oder was war das jetzt? Hui. Hui. Mach das mal kaputt, genau. Und dann komm ich da natürlich ran, okay. Großartig! Luch! Ja. Sonst noch irgendwas? Nö, okay, gut. Dann können wir jetzt den eigentlichen Weg fortsetzen und diese komischen Krabben hier penetrieren. Vielleicht hätte ich mal schauen sollen, ob ich die mit dem Amboss hier penetrieren kann. Oh, schade. Ja, das funktioniert wahrscheinlich nicht in der Merkel Edition. Das wäre zu brutal. Okay, das ist wirklich echt interessant. Sie das alles hier so beibehalten haben. Ich verstehe nicht so ganz den Sinn dahinter. Hey! Aber okay. Hey! Aua! Das ist eine Uhr?
Vielleicht geht das Level ja auch weiter, ne? Also, dass wir dann was anderes noch sehen. Also, was war das hier beim letzten Mal? Ich glaube nicht. Guck mal, da drüben. Das ist ja der eigentliche Weg, ne? Ich glaube, das hier ist neu. Hui. Warte, was ist das da? Ist das ein Vogel? Ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist der himmelblaue Spieler. Ah, es ist eine Uhr. Hokus Pokus. Ah, genau. Okay, gut. So kommen wir da ran. Hui. Okay. Da muss ich dann nochmal extra springen. Okay. So weit, so gut. Moment, der hat sich doch da was bestimmt dabei gedacht, oder? Komm mal runter. Muss ich etwa hier hoch und dann von da darüber? Ja, okay. Oh, ja. Natürlich. Wieso sollte das auch beim ersten Mal funktionieren, ha? Das wäre ja langweilig. So, okay. Ach, ist das dein fucking Ernst? Sieht immer so aus, als wäre ich total unfähig, ne? Und ich meine, oft ist das auch tatsächlich der Fall. Aber es gibt auch wirklich so Momente, wo es einfach nicht geht, weil der kann nur in vier Richtungen springen. Und wenn du versuchst, dich beim Springen noch irgendwie in eine andere Richtung zu lenken, also so quasi so schräg zu springen, dann fehlt dir einfach das Momentum und dann hast du einen Scheiß. Das sieht mega beschissen aus und genauso fühlt sich's auch an. Hey! Mal das da. Das ist... Wobei, nee, das war im ersten Level auch so, ha? Ja. Kiste Nummer 2 von 7. Oh. Jetzt hätte ich doch beinahe die Uhr vergessen. Großartig. Okay, da haben wir einen Typ. Den Baumstamm kann ich natürlich wieder umbämsen. Ja, hallo. Ich wollte schon gerade sagen, ist das einer, den ich K.O. machen muss? Ne. Schön mal drauf sparingseln. Was haben wir denn hier? Amboss? Ne, Karotte. Amboss und Karotte. Ja. Wie komme ich daran? Wahrscheinlich von hinten oder so, ne? Dann gehen wir erstmal hier weiter. Oh. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir dann auch wieder einen Checkpoint. Ich hatte für eine Sekunde Angst, dass ich den Sprung nicht schaffe. Das hätte natürlich gepasst. Oh, da ist ein Checkpoint. Oh, lass mal nochmal sterben. Okay, diesmal haben wir hier zwei Höhlenmenschen statt diesen Jäger, der da das letzte Mal war. Ich weiß, dass ich damals, da hatte ich schon ein bisschen Angst und Respekt vor dem Level. Ich dachte mir nur so, ja. Ich dachte mir tatsächlich wirklich so, ja, das hat schon was so, ne? Man war ja da als erstes und jetzt kommt man wieder und es weckt so ein bisschen, das wärmt so die Nostalgie halt auf. Aber es wirkt auch bedrohlicher. Und hier muss ich wahrscheinlich... Hier muss ich? Ist das dein Ernst? Wow. Das ist ja richtig, richtiger Force Damage hier. Also gezwungener Schaden. Okay. Ich finde die... Oh, shit. Natürlich.
Ich finde diese Nutzung der jener Zaubersprüche hier irgendwie ein wenig witzlos, da wir ja, Alter, achso, ich vergesse immer, dass ich selber noch springen muss. Da wir die Level hier ohne diese, wenn wir diese Zaubersprüche in den anderen Leveln nicht eingesetzt hätten, wären wir jetzt nicht hier. Sprich, dass hier diese Zaubersprüche sind eigentlich gar kein Zusatz, sondern sie sind schon irgendwo gezwungen. Also beziehungsweise, du kannst ja hier, also es ist irgendwie dumm. Du wärst ohne die Zaubersprüche, würdest du gar nicht in dieses Level kommen. Ja, also es ist irgendwie, entweder man macht es halt optional oder nicht, und hier, das ist irgendwie witzlos. Also ich hoffe, ihr versteht das, was ich sagen will. Es ist, klar, ich könnte das jetzt ignorieren, aber ich hab's doch sowieso. Also wieso macht man das? Ich verstehe es nicht, aber egal. Schaffe ich den ja? Ich war mir gerade ein bisschen unsicher, auf wen ich jetzt raufspringen muss. Moment, fehlt hier noch irgendwas? Nee. Wieso tauchst du ab? Willst du mich verarschen? Das ist aber ein dummes Timing. Okay, jetzt. Jetzt geht's. Dämliche Littlefoots. Oh, da bin ich daneben gesprungen. Okay, ich wollte eigentlich die Uhr haben. Aber gut, ich kann den... Ich sollte den Stein vielleicht auch ein bisschen passend schieben. Jetzt sollte es klappen. Ja. Schön beim Springen auf den Kaktus. Großartig! Aua. Ja. Teil 2. Magic Hair. Blower. Ja, ist nicht mehr so viel. Zack. Und sie haben echt die Menge vom ersten Level behalten, ne? Also ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ist da irgendwie, fehlt da die Inspiration, die Kreativität, noch ein weiteres, anderes Steinzeit-Level zu machen? Weil es variiert ja dann doch nicht so krass, ha? Also ich hab's echt cooler in Erinnerung. Kann ich das eigentlich kaputt machen? Nee. Das sind ja die Zähne vom Berg. Das kann ich ja nicht machen. Dann rastet der Berg aus und wirft mich komplett runter. Die Schüler haben sie auch gelassen. Die hätten ja hier mal wirklich als Gag so einen fucking Roboter hinstellen können oder so. Das ist ein Checkpoint, okay. Wie sieht's aus? Nee, es ist nicht mehr so. Wobei, es fehlen noch eine Menge roter Kisten. Das ist etwas seltsam. Guck mal da oben, da ist das Exit. Großartig! Da kann ich nicht hin, okay. Ich werde es jetzt mal riskieren. Ja, fuck you. Nehmen wir eine. Aua, nein! Nein! Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier, okay. Musste jetzt nach links, ne? Hä? Was war denn gerade mit dem los? Genau dahin. Mal schauen, was hier steht. Nichts. Außer den Pfeil natürlich. Oh nein, nein! Nein, hat das gesehen! Habt ihr das gesehen? Ich hab... Ach, fick dich doch! Ich hab einen kleinen Bupsi-Dupsi-Plupsi-Stupsi-Schritt gemacht. Alter, was ist das? Geh mal zum Psychologen oder so. Ich glaube, du hast Schlafstörungen. Das kleinste Geräusch weckt dich auf. Willst du mich verarschen?
Warte, oh nein, der Bastard hat ja noch nicht geschlafen. Oh Gott. Er resettet sich nicht anständig. Oh. Fuck off. Das ist jetzt die Strafe dafür, dass es beim ersten Mal so gut geklappt hat. Also, im ersten Level, in der ersten Version. Mann, ey. Leg dich hin. Damit Daddy dich im Schlaf erdolchen kann. Ha, ha? Ja, lieber sicherheitshalber warten, bis diese... Jetzt ist es weg. Da, ja, okay. Bis diese hässlichen Sets kommen, würde ich sagen. Ja gut, dann lasse ich mich mal hier fallen. Schätzungsweise. Um wieder mal den Zauberspruch Kokus, einzusetzen. Hokus Pokus. Lul. Lula Lula. Oh. Träum ich? Oder was geht das? Achso, ich muss den wahrscheinlich so kriegen, oder? Ja, ja. Das hat er nicht gesehen. Holy fuck, ey. Ich glaub, der Inhalt war schon schlecht. Der hat sich selbstständig gemacht. Okay, das hier ist aber neu. Da gab's dann so einen Praktikanten, der hat das Level gemacht und dann... Moment, ah, nee, das ist ja nur der Rückweg, ne? Nee, doch nicht. Da gab es so einen Praktikanten, der hat an diesem Level gearbeitet und wurde aber vorzeitig rausgeschmissen. Sprich, er hat dann diese erste Version gemacht, das was halt Level 1 war. Und dann hat er sich mitten in der Nacht nochmal reingeschlichen und hat... Dachte, weil er dachte sich so, komm, ey, ich hab so krasse Ideen und so. Und ich war ja noch nicht fertig und dann hat er quasi dasselbe Level hier nochmal gemacht, nur hat er es dann letzten Endes beendet und hat es dann heimlich in die Vollversion getan. Das ist das Geheimnis hinter diesem recycelten Level. Oh Gott, das ist so dumm. Bei anderen Ventilatoren, in anderen Spielen kriegt man da, ach so, da ist ja gar nichts mehr. Kriegt man automatisch ein Momentum, hier muss ich dann selber nochmal springen. Warte mal, oh, doch, Moment, was, plötzlich habe ich doch alle Kisten? So viel dazu. Was ist hier? Außer eine Menge Ambosse, lul. Hey. Doch alles. Oh, warte. Das ist jetzt aber nicht dasselbe Loch, ne? Hi. Was ist das? Oder bin ich jetzt wieder am Anfang? Ach nee, es sah vom Weiten aus wie ein Loch, aber das ist ja hier. Hokus Pokus. Hokus Pokus, genau. Oh, fuck. Jetzt hätte ich doch beinahe die Karotte vergessen. Ah, wieder X drücken. Mir fehlen jetzt noch eine Uhr, eine Karotte. Und das habe ich ja, glaube ich, da unge... Oh mein Gott, muss das sein? Muss das sein? Holy shit. Funktioniert das überhaupt? Ah, ja, ja, nee, Moment, Moment, nein, 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 jetzt habe ich es gecheckt, glaube ich, ich habe mich gerade gewundert, ich kann doch nicht das von klein nach groß aufrollen, das geht doch nicht. Ich hoffe, das hat sich jetzt resortet. Moment, wo geht's jetzt hier eigentlich lang? Gott, Moment, Moment. Hä? Nee, da oben ist doch noch eine Karotte. Achso, nee, da bin ich aber nicht hingekommen, ne? Ja, ja, nee, es gibt nur diesen einen Weg. Alles gut. Alles gut. Wieder mal traurig gesetzt, der Checkpoint. Hoffentlich vergeige ich es jetzt nicht. Warum bin ich jetzt eigentlich gerade nochmal gestorben, gescheitert? Achso, ja.
Weil ich jetzt natürlich... Ich hoffe natürlich, dass sich das jetzt irgendwie resettet, ne? Resortet. Spring doch hoch! Es hat sich nicht resortet. Wobei, das ist ja... Vielleicht war das auch genauso gedacht. Also ich wollte eigentlich den Kleinen zurückschieben nach da. Und das hätte wahrscheinlich eh nicht geklappt, ne? Ja, guck mal, so macht das doch Sinn. Was ist eigentlich mein Problem? Geht das überhaupt? Der mittlere... Ach, komm! Jetzt geht doch auch gar nicht mehr. Ach, fuck off, ganz ehrlich. Wobei, wenn ich den jetzt natürlich dahin schiebe, er kann ja ein paar Meter schon weit springen, ne? Ich glaube, das geht. Ja. Ja, okay, hab nichts gesagt. So bin ich jetzt da, genau, bei diesem Bastarden. Der hat mich noch nicht gehört. Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich, wenn ich Pech habe und er mich erwischt, werde ich wahrscheinlich an den Anfang des Abschnitts gebracht werden. Dementsprechend mache ich es lieber mal langsam, ne? Ich denke, das ist im Interesse aller. Ja, jetzt habe ich alles. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann, Mann, Mann. Das war wieder mal viel für nichts, würde ich sagen. Aber das tut natürlich auch mal wieder ganz gut, ja. Schön, dass wir das dann noch in der Folge geschafft haben. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Du hast diesen. Ja. Und wir haben hier wieder 30er freigeschaltet. Die Karottenfabrik. Alles klar. Speichern tue ich mal nicht. Mach's gut. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass irgendwie wieder was schiefgelaufen ist. Notfalls kann ich es dann nochmal spielen. Das war jetzt nicht so schwierig. Okay, 95. Ja, dann lass doch mal schon mal dahin gehen. Und dann würde ich mal sagen, dann war es heute mit Let's Play Bugs Bunny. In der nächsten Folge schauen wir uns dann mal die Karottenfabrik an. Ja. Bis zum nächsten... Steht gar nichts. Jetzt, what the fuck, was soll das? Muss ich erst gerade aufspringen oder was? Ja, bis zum nächsten Mal. See ya.